Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Yu-Gi-Oh!-Fans da draußen. Ich bin's wieder, der Lukas, und ich darf euch recht herzlich begrüßen zu einem weiteren Video auf diesem Kanal. Und ich bin mega happy, denn endlich wurde Vanquish Souls released. Ich habe mich mega auf das Deckthema gefreut. Ich fand das Artwork von dem Monster so geil, dass ich schon gleich gesagt habe, in dem Deckthema halten wir auf jeden Fall rein, sobald es released ist. Und was soll ich sagen, ich bin schon losgefahren, habe die Karten geproxt, habe hier jetzt alles liegen. Gleich wird Deckbuilding gemacht, wir sitzen gleich im Discord und fummeln das Deckthema auseinander. Für die Leute, die es nicht wissen, wir machen auch mal Locals, mittwochs und freitags. Link ist in der Videobeschreibung, Discord könnt ihr gerne joinen. Habt viel Spaß, ich bin da eigentlich täglich, meistens so 4-5 Stunden online. Würde mich auf jeden Fall mal freuen, euch von euch zu begrüßen. So, und wir wollen jetzt auf jeden Fall in die Deckthema-Analyse hüpfen. Das heißt, wir gehen durch, was für eine Karteneffekte wir da haben, wie viel Potenzial das Deck hat, aus was es halt besteht, was wir noch dazu packen können, wo, wie weit die Consistency und sowas ist und was wir noch zusätzlich reinballern können. Und da sehen wir uns gleich in der Deckteam-Analyse. Und bis gleich. Ja, liebe Leute, und da sind wir in der Deckteam-Analyse von Vanquish Souls. Und wir haben hier schon mal die erste Karte, und zwar ist das Vanquish Souls vs. Razen. Oder Razen, wie man es auch sprechen möchte. Das Ding ist, ich weiß noch nicht, was dieses VS bedeutet. Im Prinzip ist es ja mehr oder weniger die Abkürzung von Vanquish Souls. Ich weiß auch nicht, wie es im Deutschen übersetzt wird. Mal gucken, was Konami Deutschland sich da wieder überlegt, was für eine weirden Namen daraus kommen. Hoffentlich nicht wieder sowas wie abgeheuerlich. Ja, und die erste Karte sagt einfach aus, also erstmal ist ein Feuerkrieger-Monster mit den Stufen 4 und den Werten 1800 und 1500. Und der hat einen Summon-Effekt, der auf Normal oder Special Summon triggert, dass wir uns eine Vanquish Souls Monster suchen. Also hier haben wir schon mal den eingebauten Stratos. Sehr, sehr schön. Sowas braucht ein Deck. Sehr nice und wichtig. Triggert auf Normal und Special Summon. Ist relevant für das Link-Monster, zu dem wir später kommen. Und dann hat jedes Monster von denen einen Effekt, der mit den Attributen in der Hand funktioniert. Und zwar Quick-Effekt. Wir können eine Eigenschaft vorzeigen oder mehrere Monster vorzeigen, die eine bestimmte Eigenschaft hat. Und dann dürfen wir einen der folgenden Effekte ausführen. Wenn wir nur Feuer vorzeigen, dann kann die Karte nicht durch Kampf zerstört werden. Entschuldigung, durch Karteneffekte. Und wenn wir Feuer und Finsternis vorzeigen, dann zerstört sie alle anderen Monster in der gleichen Kalem wie sie. Was bedeutet das? Dass wir theoretisch, wenn wir die Monster in der Extra-Monsterzone haben, bis zu 2 Monster zerstören können mit ihnen. Und wichtig, ja, jetzt denken viele, hä, aber der Gegner wird doch nicht in die Kalem beschwören, wenn er sich die Karte durchliest. Ja, aber wir können in der Runde des Gegners auch summonen. Kommen wir gleich nochmal zu. Und da haben wir 2 Möglichkeiten. Also es ist nicht nur, dass wir das einmal machen können. So, dann kommen wir zum nächsten Monster. Ach übrigens, die können ihre Effekte nicht in der gleichen Chain aktivieren. Das heißt, wenn wir Normal Summon machen und der Gegner würde zum Beispiel eine Ghost Ogre schmeißen, um die Karte zu zerstören, können wir nicht seinen Effekt zum Protecten unchainen. Das funktioniert leider nicht. Die sind alle once by chain. Und dann kommen wir zu Vanquish Souls vs. Pandera. Und das ist ein Earth-Beast-Monster, das heißt hier auch wieder suchbar. Zu den suchbaren Karten kommen wir gleich, wie gesagt, gleich nochmal zu. Die andere Karte, die wir eben hatten, ist suchbar durch Verstärkung für die Armee und durch die Karte Durendal von den Infernoble Knights. Und die Karte hier ist suchbar durch Tenki, ist aber tatsächlich nicht die beste hiervon. Und zwar sagt er aus, wir können ihn einfach von der Hand specialen, wenn wir nichts in der Main-Monster-Zone haben. Und als Quick-Effekt dürfen wir ein Erdmonster vorzeigen, dann kann der halt nicht durch Battle zerstört werden, auch nice to know. Und bei Erde und Feuer zerstört er alle Spell-Traps in der gleichen Kalle. Das ist so ein Ding, wir könnten theoretisch unsere eigenen Spells auch zerstören, weil er sagt hier explizit Destroyed all Traps in this Column. Das heißt, wir könnten auch Trigger-Effekte von unseren Spell-Traps nutzen. Ob das Worth ist, weiß ich noch nicht, damit habe ich mich noch nicht zu 100% auseinandergesetzt mit dem Effekt-Text. Aber wir können hier auf jeden Fall Spell-Traps schießen und der ist ein nicer Extender. Super schöne Karte. Dann zur nächsten Karte und jetzt wird es langsam insane. Das sind nämlich die Dodger-Karten. Ich hätte erst am liebsten den anderen Stufe 4er vorgestellt, aber wir machen hier mal bei den Stufe 7er weiter. Und zwar ist das Vanquish Souls vs. Harry Burger. Ich weiß noch nicht, was das für eine Anspielung sein soll. Vielleicht auf das andere Deckthema. Ich bin gespannt. Ist hier ein finsternes Maschinenmonster mit den Werten 2500 und 1500. Und wieder können wir nur jeden der Effekte once by chain aktivieren. Ne? Das heißt, wir können nicht den einen Effekt aktivieren zum Special Summon und dann das andere. Aber das ist tatsächlich auch nicht so relevant bei denen hier. Der sagt nämlich ganz simpel aus, in unserer Main Phase, beziehungsweise auch in der Runde, in der Main Phase des Gegners, wir können ein Nicht-Maschinen-Vanquish Souls Monster, das wir kontrollieren, auf die Hand bouncen und dann dürfen wir ihn einfach specialen. Warum ist das relevant? Wir haben die Trigger-Effekte von unseren Monstern wieder, weil wir die wieder normalen bzw. specialen können mit dem Link-Monster und der Quick-Split, zu der wir später kommen. Und wir können damit Veiler und Impermanence dodgen. Normes haben wir den Monster-Searcher, darauf kommt eine Veiler, weil er das nicht gut durchgehen lassen möchte. Wir specialen ihn von der Hand, der wird gebounced, die Veiler verfehlt ihr Ziel und wir haben ihn auf dem Feld. Sehr, sehr nice, super schöne Karte, haben sie sehr gut designt, Konami. Sehr, sehr schön.
Und er hat hier natürlich auch wieder einen Revival-Effekt, wo wir unsere Attribute vorzeigen können. Und zwar für Finsternis zieht er uns ganz simpel eine Karte, was natürlich ein Quick-Effekt ist, wie bei den anderen auch. Und für Erde und Feuer dürfen wir den Gegner 1500 Burn-Damage drücken. Was bedeutet das? Wir haben einen simplen Card-Draw plus 1. Fakt. Einfach Fakt. Wir können einfach eine Karte ziehen. Das heißt, wir können das in unserer Runde machen und in der Runde des Gegners. Und Leute, Spoiler voraus, den können wir in der Runde des Gegners auch specialen, wenn er anfängt. Das heißt, wir haben Turn 0 Play hier, indem wir ihn auf dem Feld zaubern können. Wir müssen ja nur ein Vanquish Souls Monster auf dem Feld haben, Vanquish Souls, so. Und dann können wir seinen Card-War-Effekt nutzen und in unserer Runde auch nochmal einen Card-War. Das heißt, wenn wir Going Second gehen, starten wir nicht mit 6ern Karten, wir starten mit der 6. Card-War-Karte von unserer Draw-Phase, mit der 7., die wir durch ihn in der Runde des Gegners gezogen haben, und eine 8. Karte, die wir wieder in unserer Runde haben. Das ist mega gutes Going Second-Potenzial und die anderen Karten haben es auch gezeigt. Going Second, sehr, sehr nice. Going First noch so ein bisschen, naja. Aber kommen wir später nochmal zu, wenn wir in den kleinen Combo-Guide gehen. Wie gesagt, sehr, sehr schöne Karte. Sorgt hier auf jeden Fall für ordentlich Draw-Power. Gefällt mir sehr gut. Dann zur nächsten Karte. Was wäre ein Deck mit einem Stratos ohne einen Stratos, der auch Spell-Traps sucht? Und zwar haben wir hier Vanquish Souls Dr. Madlow. Sehr, sehr schöner Name an der Stelle. Ein finsternes Monster der Stufe 4 mit den Werten 1200 und 2000. Und wenn die genormelt oder gespecialt wird, dann dürfen wir uns eine Vanquish Souls Spell Trap suchen. Da geht auf jeden Fall noch mehr, weil die Spell Traps werden definitiv noch relevanter werden. Kommen wir, wie gesagt, später nochmal zu. Also, wie gesagt, hier einen simplen Spell Trap Searcher. Und auch wieder hier der eingebaute Quick-Effekt, der natürlich wieder nicht in der gleichen Chain funktioniert. Wir dürfen einen Dark Monster revivalen und dann verliert ein Monster vom Gegner 500 ATK und Death. Das ist nicht so relevant, aber der andere Effekt finde ich ganz nice. Wir können auch ein Dark und ein Erde-Monster revivalen und dann dürfen wir ein Face-Up-Monster auf dem Feld mit der wenigsten Death bouncen. Das Monster 2000 Death, das heißt, wenn das auf dem Feld liegt und unser Link-Monster ist ja egal, weil unser Link-Monster keine Death-Werte hat, dann können wir schön den Gegner interrupten. Das ist sehr, sehr schön. Also hier ein Searcher, der andere auch ein Searcher, mit eingebauten Interrupt-Play. Was will man mehr? Super gut. Hat nicht jedes Deck. Hat gefühlt kein Deck, was gefühlt Normes Summon und gleich Interrupt ist. Evil Eyes wird mir jetzt hier noch einfallen. Und dann das nächste Monster, und das ist so ein bisschen fraglich, weil es tatsächlich der schlechteste Effekt ist, aber relevant für unsere Draw Power. Und zwar ist das hier Vanquish Souls vs. Pluton HG. Und zwar ist das ein Zombie-Feuermonster mit den Werten 0 und 0 und Stufe 6. Und er sagt einfach raus, in der Runde des Gegners dürfen wir ihn specialen. Punkt. Und als Quick-Effekt können wir entweder ein Feuermonster revivalen, dann bekommt es 3000 Death. Oder wir revivalen Dark- und Erdemonster, dann bekommt er 3000 ATK. Wofür ist die Karte relevant? Theoretisch können wir in der Standby-Phase oder in der End-Phase, dass wir schon um Tactics rumspielen können, ihn von der Hand specialen und dann den Finsternis-Boy von der Hand specialen, ihm wieder bouncen, Finsternis-Boy-Effekt aktivieren, Karte ziehen. Und dann in unser Draw-Phase wieder. Und wir haben gleich Link-Futter. Das ist die Möglichkeit, was das Deck da so hat. Oder natürlich können wir auch ein Buddy für den Turn vorbereiten, dass wir einen 3000er Buddy haben, der gleich reinlaufen kann, wenn wir um Locks rumspielen wollen. Also auf jeden Fall sehr, sehr schön. Allgemein, das Deck kann sehr gut um Floodgates rumspielen, weil sie halt, wie gesagt, die Monster vorher bouncen können, bevor das Floodgate resolved. Ist auf jeden Fall sehr, sehr insane. Nice to know, ich bin mir noch nicht sicher, ob ich den auf 3 spielen würde oder entweder auf 1 oder gar nicht. Ist eine schwierige Karte, muss man gucken, wie doll dieser Card War einfach an Plays sieht und wie relevant das ist. Das sehe ich dann beim Testen, werde ich mich auf jeden Fall explizit mal mit auseinandersetzen in der nächsten Zeit. Und dann kommen wir zu dem Beast der Biester. Das Artwork ist einfach nur eine 10 von 10. Vanquish Souls vs. Kaiser Varius. Erstens, Name, geil. Artwork, boah, Attribut, Erde, aber ist schon nice. Und zwar ist das hier ein Erde-Drachenmonster mit den Werten 3000 und 1500 und Stufe 8. Und besser kann man ein Monster nicht designen, ein Bossmonster. Wir hatten, wie gesagt, vorhin die Monster, die searchbar sind durch Durendal, Verstärkung für die Armee, Feuerformationstanky. Und jetzt haben wir ein Monster, was wir double searchen können. Mit Melody of a Raking Dragon. Blue Eyes sei Dank für die Karte. Denn es hat die Stats dafür, 3000 oder mehr ATK und 2500 oder weniger Death. Sehr, sehr schön, können wir uns hier gleich zwei Buddies suchen. Sehr, sehr schön. Und die Karte ist insane, Leute. Und zwar sagt er aus, Doing the Main Phase Quick Effect, wir können ein Nicht-Drachenmonster auf die Hand bouncen von den Vanquish Souls. Und dann dürfen wir ihn einfach specialen. Das heißt, ein Bossmonster, was easy specialbar ist. Und, by the way,
Unser eine Stratos, Normal Summon, sucht ihn, kann ihn gleich summon, Bossmonster easy raus, was will man mehr. Und jetzt kommt der witzige Effekt. Und zwar können wir als Quick Effekt ein Erdmonster einfach vorzeigen und dann ist die Karte unaffected bei den gegnerischen Karteffekten. Nice to know. Aber was er auch noch kann ist, wir dürfen ein Erde-, Feuer- und Finsternismonster vorzeigen, was natürlich auf dem Blatt Papier erstmal wirkt, als wenn wir drei Handkarten brauchen, aber wir müssen sie nur revivalen und an die Monster kommen wir sehr, sehr easy ran, dürfen wir eine Karte auf dem Spielfeld zerstören. Und das ist tatsächlich auch wieder der Modus, wo ich mir so denke, ist der Feuerboy wirklich viable, weil wir können ihn auch von Hand specialen und dann können wir auch ihn holen und wenn wir die Targets haben, können wir gleich was vom Gegner wegschreddern. Gegebenenfalls sogar seine Combo aufhalten. Das hat es in Yu-Gi-Oh! So an der Stelle noch nicht gegeben. Und da bin ich auf jeden Fall mega hyped drauf. Ich werde gucken, wie viel Impact die Karte hat. Wie gesagt, suchbar. Und er hier bereitet auch seine eigenen Sachen vor. Wenn ihr Melodie aktiviert, euch zwei Copies sucht, habt ihr schon mal das Erde-Target. Auf jeden Fall sehr, sehr geile Karte. Und was wäre ein sehr, sehr gutes Deck ohne ein Link-1-Monster? Konami Link-1-Monster-Design ist schon richtig lecker. Und zwar Rock of Vanquisher. Und zwar ist das bei der Karte ein kleines Problem, und zwar ist sie keine Vanquished Souls Karte. Was sehr, sehr schade ist, weil eine Combo-Line, die ich mir als erstes gedacht hatte, wo ich den Namen noch nicht gelesen habe, funktioniert leider nicht. Aber sehr, sehr schöne Karte. Sie benötigt ein Vanquished Souls Monster, irgendeins, hat einen Fall nach unten. Perfekt, besser geht's nicht. Und sie sagt einfach, wenn wir ein Vanquished Souls Monster kontrollieren, dann kann nur der Gegner nur das Monster angreifen mit der höchsten ATK. Das muss kein Vanquished Souls Monster sein. Wenn wir ein Vanquished Souls Monster haben, die Karte, dann kann auch nur das Monster angreifen. Das heißt, wenn es theoretisch eine Norm 38 ist oder irgendein Monster, was die Angriffe umleitet oder nicht durch Kampf zerstört werden kann, sind wir damit safe. Deswegen ist hier ein bisschen die Problematik, das Deck kann sehr gut stallen. Wenn wir den einen rausholen, der nicht durch Kampf zerstört werden kann und wir den Buddy liegen haben, dann wirst du den nicht loswerden können. Und der, jetzt kommt das Wichtigste, er ist komplettes Grindgame. Er sagt, in der Main Phase, Quick Effekt. Wir können einen Effekt aktivieren. Entweder wir specialen ein Vanquished Souls Monster von der Hand oder wir adden uns ein Vanquished Souls Monster vom Grave. Das heißt, die Karte hier ist ein Link 1 Monster und das Grind Game, was du haben willst. Jeden Turn irgendwas specialen oder adden. Bestes Link 1 Monster, was ich je gelesen habe. Nach Prankets Miau Miau. Auf jeden Fall sehr, sehr gut. Aber das war noch nicht alles, denn jetzt kommt unser themeninternes Book of Eclipse. Ihr habt richtig gehört, das Format Book of Eclipse gewinnt Spiele. Das Deck hat ein themeninternes Book of Eclipse. Und zwar Vanquished Souls Dust Devil. Und zwar ist das eine Quickspell, die einfach simpel aussagt, wir targeten ein Vanquished Souls Monster, das wir kontrollieren. Dann wechseln wir die Kampfposition und dann können wir so viele Karten von den Gegnern einfach in Face-Down-Position bringen, wie wir Bock haben. Also wie viele Monster, Vanquished Souls Monster mit unterschiedlichen Namen wir auf dem Feld haben. Das heißt, obvious können wir entweder seine Normal Summon zubucken, wenn sie wichtig ist, oder wir haben zwei Vanquished Souls Monster auf dem Feld und wir können easy 3 rausholen und können gefühlt sein ganzes Board zubucken. Die Karte ist einfach nur amazing. Jedes Synchro-Deck, jedes Exit-Deck, weg. Weg, easy, easy Matchup. Das Deck gewinnt gegen jedes Synchro-Exit-Deck, wenn ihr es vernünftig spielt. Amazing Karte, Power Level, eine 7 von 7. Eine 7 von 10, Entschuldigung. Auf jeden Fall sehr gut. Ihr merkt schon, ich bin mega hyped auf das Deckthema. Und dann kommen wir zur nächsten Quickspell, und das ist Vanquished Souls Continue. Und zwar sagt ihr aus, als Quickspell, wir können 500 Life Points zahlen und dann dürfen wir einfach ein Vanquished Souls Monster von unserem Grave auf die Hand adden oder specialen. Was wollen wir mehr? Ja, und da kommen wir zur nächsten Karte, und zwar ist das Vanquished Souls Trinity Burst, Entschuldigung. Und zwar ist das eine normale Trap und die hat's in sich. Sie sagt einfach aus, dass wir ein Vanquished Souls Monster auf dem Spielfeld wählen können. Dann können wir zwei unterschiedliche Attribute von der Hand specialen, von dem Vanquished Souls Monster. Und dann dürfen wir so viele Karten, wie wir Vanquished Souls Monster haben, in derselben Column einfach bouncen. Und das ist halt ziemlich amazing, weil sie sagt Karten und das ist halt so ein Ding, wenn der Spell und Traps, also wenn der Spell und Traps und Monster in der gleichen Zone hat, können wir damit nicht nur einen Bounce 3 machen oder wenn wir das ganze Feld voll muten und wir können das ganze Feld mit Vanquished Souls Monster vollballern, der Gegner können alles bouncen in der Endphase. Durch diese Karte könnt ihr jedes Trap-Up-Match gewinnen, wenn ihr Going First geht. Sehr, sehr amazing Karte, gefällt mir mega gut. Ich weiß noch nicht, wie impactvoll sie ist, weil sie halt leider die Monster-Effekte negiert, wenn die gesammelt werden. Aber auf jeden Fall sehr, sehr schöne Karte und die Monster werden in der Endphase wieder gebounced. Das heißt, ihr könnt die wieder specialen wie die Bekloppten. Sehr, sehr nice und das Link 1 Monster bleibt eh immer im Leben. Sehr, sehr schön. Dann kommen wir zur Counter-Trap und zur letzten Karte des Deckzimmer. Und zwar ist das leider ein bisschen dürftig ausgefallen.
Van Chris Souls, Calamity Kaiser, Countertrap, Artwork 10 von 10, sehr, sehr nice. Und sie sagt aus, wir können sie leider nur einmal pro Spielzug aktivieren. Das ist bei den anderen aber wie gesagt auch so. Und sie sagt, wenn dein Gegner eine Spell Trap aktiviert und Monster Effect aktiviert, dann dürfen wir ihn einfach negieren. Und dann burnen wir nochmal das Monster, was wir getargetet haben. Also das können wir nur, wenn wir Van Chris Souls Monster auf dem Feld haben, burnen wir nochmal so viel Schaden hinterher. Was ist das Problem? Es wirkt nur auf Zieleneffekte. Ich habe mir das erste Mal durchgelesen, ich so, ein Omni-Negate, der noch Burn-Damage drückt, und dann habe ich das Targeting gelesen und ich so, nein, Konami, Mann, die Karte hätte so gut sein können, warum? Schade. Egal, das war's zur Vorstellung von dem Deck und jetzt will ich nochmal kurz zu einer kleinen Deckthemenanalyse kommen, warum das Deck so amazing ist. Erstens, Link 1 Monster, sehr, sehr nice. Floating-Effekte, easy. Dann natürlich Normal Special Summon Searcher auf Spell Traps, auf Monster. Dann Consistency-Karten, Verstärkung für die Armee, Durendal, Feuerformations-Tanky, Melodie of a Raking Dragon. Wie viele Consistency-Karten wollen wir denn noch haben? Ihr habt Access in der Combo auf Isolde Place, ihr habt Access auf, ja, es ist tatsächlich so, ihr habt auf Access auf Isolde Place. Ihr könnt jedes Rang 4 Monster bauen, wir können auch auf, nach der vor der 5. Summon Schluss machen und Babuska Pass machen mit Backup. Wir haben Mega Interruptions Plays, wir haben Turn 0 Plays, das heißt, wir können in der Runde des Gegners schon spielen. Voraussetzung dafür ist, dass wir zwei spezifische Karten auf der Hand haben, das heißt unser Feuer-Zombie-Monster und eins von unseren Dicken. Dann funktioniert das auf jeden Fall sehr gut für Card Draw oder für Schuss, sehr, sehr schön. Kann auch mal sein, dass wir alle drei auf der Hand haben, dann ist die Action aber richtig los, denn hat der Gegner wieder Tierschi so Flashbacks mit was machst du jetzt? Ich schieße jetzt eine Karte und danach ziehe ich noch eine. Fair. Also sehr schön auf jeden Fall das Deckthema designt. Das Link 1 Monster ist so geschrieben, als wenn es noch ein Link 2 Monster auf sich warten lässt. Das Deckthema bekommt noch eine Supportkarte. Sehr, sehr schön auf jeden Fall. Ich freue mich richtig drauf. Ich möchte euch gerne das Deckprofile vorstellen, sobald es fertig ist, weil wir werden uns jetzt heute auf jeden Fall auseinandersetzen. Die Karten sind hier schon, wie gesagt, fertig geproxt. Und das bedeutet also, wir werden heute auf dem Discord hart grinden und Vanquish Souls breaken. Ich bin damit raus. Ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr seid genauso hyped wie das Deckthema. Hier, ich war noch nie auf ein Deckthema so gehypt wie von dem Deckthema, außer wo Thunder Dragon angekündigt wurde damals. Hat mir sehr, sehr gefallen. Ich freue mich auf jeden Fall. Das wird neues Favoritendeckthema, weil leider es reicht nicht mehr für eine Fanbeziehung. Koloss hat sich lange nicht mehr auf mein Feld blicken lassen. Es wird mal Zeit für was Neues. Ich bin damit raus. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und bis dann.